Ja, willkommen zurück zu einer neuen Folge von All the Mods. Wieder mit Dave. Hallo. Der turnt hier irgendwo rum. Keine Ahnung, ich war gerade pinkeln und ich habe keine Ahnung, ich habe ihn aus den Augen verloren. Irgendwo hier wird er sein. So, ach, Ja, ich bin in der Nähe, genau. er hat schon eine Kiste gecraftet, wie ich sehe. Ja, meinen ganzen Müll da reingeschmissen. Und ja, ich wollte gerade sagen, das können wir gleich mal auch mal tun. Jetzt wollen wir noch eine zweite Kiste craften und da gleich unser Müll daneben schmeißen. Jetzt will ich aber mal gucken, was das hier alles ist hier. Was ist das jetzt? Okay, also das nimmt alles raus. Ups. Das hier. Dann müssen wir mal schauen, ob das auch nur hier ist. Ich würde mich jetzt erstmal. Warte mal, jetzt mal den ganzen Kack hier rein. So. Ging das nicht auch mal so? Was ist das hier jetzt genau? Kann ich das öffnen oder so? Ah, XP. Ach, Also das der war das, Mod was mit du den meintest, Bäumen ist ja. auch hier drauf, ne? Also wenn der Baum abholzt, dann verschwinden die Blätter auch instant. Okay, das ist schön. Jetzt muss ich mal ganz kurz was schauen. Wir haben hier nichts Gravierendes auf der Map. Ja, gut. Jetzt würde ich sagen, kümmere ich mich um die Smeltery. Beziehungsweise werde erstmal versuchen, einen kleinen, ja, so ein kleines, wie heißt es hier, Löchlein, wo wir Eisen finden. Beziehungsweise ich könnte suchen und gucken, ob ich hier, ach, hier ist Kohle, ob ich hier irgendwo Eisen finde, eine kleine Höhle oder sowas. Oder soll ich direkt einen Schacht buddeln? Was meinst du? Direkt einen Schacht wäre, glaube ich, das Effektivste, ne? Ja. Fackeln habe ich. Warte mal, da muss ich hin. Irgendwie sowas. Ah, es teleportiert sich hier Nick auch noch durch die Weltgeschichte. Nee, 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 nee. Das wohl. Nee, nee. Sie waren ja gerade hier, oder? Ja, stand auch gerade unten im Chat. Oder konntest du das Habe ich nicht nicht lesen? gelesen. Hast du das nicht lesen können? Nö. Ach, dann kann ich das wohl nur als Admin lesen oder so. Ganz so. Wie oft der schon vom Raid Ja, vom getötet Piraten wurde. erschossen wurde, ne? Der, Jetzt hat er ich keine wollte, Lust stand mehr. vorhin da, Pirat ist dominating Ja. Den sehe ich auch irgendwie immer nur, wenn gerade ein neuer Server aufgemacht wird. Dann ist er kurz da und danach ist er irgendwie wieder verschwunden. weiß nicht mehr, wer das ist. Boah, den kennst du nicht. Ich bin Ebene 52. Wir buddeln uns jetzt erstmal runter. Auf Ebene, wie heißt es? Auf Ebene oh, 15 rum, 12 bis 15, wo Diamanten sind. Und wenn wir auf dem Weg was Schönes finden, nehmen wir es natürlich mit. So ist jetzt die Überlegung. Unten craften Stufen natürlich. Und ja, kommen dann wieder hoch. Ich hoffe, bis dahin finden wir mal auch ein bisschen Kohle. Na? Weil, denkt ja dran, ne? Never dig down. Weil wir brauchen für die Smeltery auf jeden Fall Kohle. Nicht Kohle, Blödsinn. Wir brauchen Lava. Gut, die können wir uns auch notfalls selber herstellen, aber wenn wir natürlich was finden, gleich unten ein kleines Lava vorkommen. Wir haben zum Beispiel schon mal Kupfer vermutlich. Ne, Eisen sogar. Sehr schön. Was bist du? Stahl. Nehmen wir auch mit. Nehmen wir alles mit. Am Anfang braucht man eh alles. Später haben wir eine Quarry. So, da werden wir vermutlich eh später noch mal ein paar Sachen umbauen müssen. Oh fuck. Ach, das ist dein Tunnel hier. Boah, hab Ja, ich mich ja. erschrocken. Bin hier gerade, dachte mir so, oh shit, jetzt bist du hier irgendwo reingefallen, was? Nee, das ist mein Tunnel. Ich habe hier Kupfer, nehmen wir auch mit. Aber ich glaube, ich muss auf jeden Fall das Texture Pack noch ändern. Hier gibt es ganz, ganz viele Texturen drin, die total scheiße aussehen. Ich entschuldige mich dafür. Ich habe das nicht so weit testen können. Einfach jetzt erstmal das genommen, was man schon so kannte. Aber das hier scheint wirklich noch nicht so ausgereift zu sein. Oh, jetzt Schon mal müssen wir cool, uns. wir haben hier Schweine hier oben in der Nähe. Ja, das ist nicht verkehrt. Aber ich würde mich über Rinder halt ein bisschen mehr freuen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil Schweine und sowas bringen halt nicht viel. Rinder halt bringen ja noch am meisten mit. Ach, Quack. Mit den, wegen dem, na, sag schnell. Na, so. Wegen.
So geht das nicht? Ach, das ist Adesitor, wie es ja heißen mag. Wegen dem Leder, ne? Du brauchst ja halt eigentlich primär Leder. Alles andere ist ja vollkommen Wumms. So, jetzt bauen wir dich wieder ab. Moment. So, jetzt kann es weitergehen. Ich musste kurz mal was schauen. Ja. Oh, hier ist ein Lava vor. Alter, was ist das denn? Seht ihr das rote? Ja, klar, seht ihr das. Ihr seht dasselbe wie ich sehe. Hättest du mich jetzt gefragt, ob ich das sehe, hätte ich nein gesagt. Okay. Dann buddeln wir uns hier mal ein bisschen frei und versuchen mal auf die andere Seite irgendwie zu kommen. Ich würde nämlich gerne noch vorher ein bisschen Eisen finden, weil ich glaube, wir haben nur drei Blöcke. Ne, vier haben wir. Oh, gut, wir können Eimer bauen. Das reicht uns aus. Das heißt, wir bauen Eimer, da können wir die Smeltery mit anfeuern und wir bauen gleich erstmal ein bisschen Material ab. Da unten, aber ich will dann nur ungern rein. Weil das ja, finde ich doch, noch am Anfang noch relativ kritisch. Ach, so geht das nicht, okay. Zumal ich hier noch kein Bett stehen habe. Deswegen würde ich sagen, suchen wir gleich mal Schaf oder so ein Blödsinn. Ah, du baust schon ein Feld, ja? Ja, nee, fällt nicht, aber erstmal Platz machen. Ja, weil dann würde ich gleich einen Eimer bauen. Dann könnte ich dir hier Wasser hinstellen und dann Ich will könnten erst wir mal irgendwie gucken, wie ich da hochkomme am besten. da nach oben Sand und hoch. Oder bau dir eine Treppe, eine Leiter, einfach an die Wand. Du musst ja öfters nach oben. Muss man hier dann gucken? Ich leg dir schon mal Cobblestone hier rein. Ah ne, Holz nicht. Cobblestone. Pickaxe brauche ich, das brauche ich. So, das Sand brauche ich. Ich brauche Gravel und ich brauche Flint. Ach so, muss natürlich auch noch. Ja, wie gesagt, ich bin gerade nebenbei noch am Lesen. Halt, leck, leck. So, das machen wir gleich auch fertig, sobald das ja fertig ist. Das war jetzt unschwer zu erraten. So, wir haben jetzt die vier Dinger. Jetzt machen wir den Ground rein. Und jetzt craften. Ich hoffe, es geht hier noch so ein Eimer zu craften. Jo, geht. Das eine Eisen legen wir zurück. Und jetzt gehen wir mal Wasser hier oben hinlegen. Dann kann der gute Dave nämlich schon mal ein kleines Feld anlegen. Moment, jetzt können wir hier das Wasser reinlegen. Ich glaube, ich habe sogar noch eine Hose schon hier irgendwo reingelegt. Ja, liegt drin. Ja, dann. Moment. Backen, genau. Backen, backen, backen. Achso, hey, ich sollte Kohle reinlegen. Ich Nuss. So. Dann haben wir das nämlich auch. Nein, ganz andere Scheiß hier. Dirt kann wir. Obwohl, die nee, Dirt nehmen wir noch. Ah, wir haben nicht viel Dirt. Du hast den ganzen Dirt geklaut, gib's zu, ne? 31. Ja. Dann kann ich da ja nichts nehmen. Dann nehme ich hier so Adesit oder wie es auch immer heißen mag. Das packen wir beiseite. Steak haben wir noch dabei. Das kann backen. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal runter. Werden mal versuchen, die Lava uns klauen zu können. Und natürlich die Deck. Nein! Achso, stimmt, wir wollten ein Bett bauen. Jetzt, wo ich das Schreien gerade gehört habe, wir wollten dann definitiv ein Bett bauen und uns noch einmal Wasser Halbes mitnehmen. Herz, ey. So, wir sind gleich da. Epipura. Kohle hier vorne Schon wieder dunkel. will ich so lassen, also nicht, dass ihr euch jetzt wundert, die baue ich absichtlich nicht ab.
damit wir was haben, falls wir mal dringend was brauchen. Aber das meinte ich jetzt gar nicht. Warte mal, was wollte ich jetzt nochmal hier oben? Was habe ich gesagt? Ah, ein Bett bauen. Genau, ein Bett wollte ich bauen. Ach scheiße, ich habe nichts mehr zu essen. Also hier unten ist noch, sind noch rohe Schnitzel drin. Musst halt nur einen Backofen, oder bauen einen zweiten Backofen und leg das da rein. Warte mal, erstmal Bett anklicken. Jetzt sollte es gesaved sein. Und für dich suchen wir denn noch mal zwei Rinder, ne? Drei, nee, nicht Rinder. Obwohl, wir haben noch Strings drin. Vielleicht gehen die auch. Musst du mal schauen. Guck mal nach oben. Meinst du, es reicht von der Breite? Ja. Ich denke schon. Vielleicht noch irgendwie so rechts so ein bisschen auslaufen an den anderen Berg ran, aber ich glaube, das reicht. Und eigentlich, was Porno wäre, wäre ein Glasboden. Ja, aber so viel Sand habe ich jetzt nicht. Aber habe ich auch, ich habe auch sowas gedacht. Ein Ja. Holzrand und dann in der Mitte so ein Glasviereck oder Ja. so. Oh. Warte, was mache ich hier? Erstmal das Ding weg, das stört. Ich will hier vernünftig runterlaufen können, das ist sonst so nervig. Wie gesagt, sorry, dass das jetzt so ein bisschen hier rumgeeiere ist, aber es ist am Anfang halt so. Das gehört dazu. Ihr kennt das sicherlich. Minecraft. Ich wollte gerade sagen, das ist Minecraft. Ich habe mal so ein Modpack angefangen zu spielen, als ich im HR, also als ich komplett fertig war damit und keine Lust mehr hatte drauf, habe ich gedacht, okay, jetzt fängst du mal von vorne an und sammelst alles per Hand. Ich habe halt angefangen, irgendwelche, weiß ja geil, was Stahl und Kohle und sowas, alles per Hand zu sammeln. Oh. Es geht. So, also ich finde das auch geil, dass hier wirklich überall Cobblestone ist. Das ist erfrischend, weil warum sollte das nur in diesen Dungeons sein und so, ne? So, okay, hier komme ich runter. Ich hoffe, ich überlebe hier auch und kann mir diese Lava hier erstmal snacken. Lava? Wo ist euer Ursprung? Mr. Lava. Ich suche gerade den Ursprung. Lavastone. Ah, okay. Und den kann ich jetzt mitnehmen? Tatsache. Interessant. Es gibt keine Lava mehr, es gibt jetzt Lavasteine. Welche Höhe sind wir hier? 25. Also hier kriegen wir auf jeden Fall. Was bist du? Slate Ore. Aha. Dieses ewige Hoch- und Runtergeeiere. Basalt? Hier ist Basalt. Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen mehr Eisen. Ich brauche auf jeden Fall für eine Spitzhacke Eisen. Und ein Eisenschwert, wenn ich hier unten rumpopel, wäre auch nicht verkehrt. Kohle werden wir nicht mitnehmen. Was bist du? Nickel. Nickel nehmen wir auch mit. Ah, ne, jetzt kann ich glaube ich noch gar nicht abbauen hier mit. Oh, jetzt höre ich schon die ersten Viecher. Ich sollte mich nach oben bewegen. Oh, fuck, 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 fuck. Ich brenne. Oh, scheiße. Na. Oh. Ja. Das war Auf jeden jetzt Fall gut sehr. funktioniert. Ja, das hat sehr super funktioniert. Ja, die Sache war irgendwie die, ich hang gerade fest und irgendwie kam da Lava raus, wo es eigentlich nicht rauskommen sollte, weil da war eigentlich kein, ich werde es gleich sehen, aber eigentlich war da keine Lava. Muss ich gleich nochmal verifizieren. Hä? Nee. Hier bin ich runter. Und wo bin ich jetzt gestorben? Da. Okay. Okay. Ja, das war natürlich jetzt intelligent, hier runter zu gehen, weil ich habe ja nichts zum Hochbauen. Wenigstens siehst du es selber ein. Naja, hier sind irgendwie Zombies und ich habe hier keine Steine. Ungünstig. Ja. So, wie komme ich denn jetzt am geschicktesten da hoch? Hm.
Weil wenn ich jetzt mal... Ah, hier ist Gravel. Gravel. Heath. Kies, Kies, Kies. So, warte mal. Hier ist Tatsache. Hier ist Lava. Das heißt, muss ich... Nein, da. Hier. Ich noch mehr Kies? Ja. Die Lava scheint nicht mehr zu despawnen irgendwie. Also wenn die so fließt, weißt du? Ja, oder braucht halt einfach nur länger. Komme ich denn da jetzt ran? Schauen wir mal. Komme ich denn da jetzt an die Sachen ran? The item will be forced into the air. Dann gib mir das doch! Anscheinend gar nicht. Ich merke das schon. Wasser, Wasser, hier war doch irgendwo Wasser. Ah, nicht auf dieser Seite. Hä, wie komme ich denn da dran, Alter? Jetzt ohne Scheiß. Ich verstehe es nicht. Kannst du mir mal Holz runterbringen? Moment. Ah, die Zombies bleiben auf jeden Fall schon mal stehen. Warte mal. Wo bist denn du? Einfach runtergehen in den Schacht. Dann solltest du mich eigentlich schon sehen können. Du hast eine Spitzhacke. Die kannst du mir mal Ja. geben. Bin auf dem Weg. Ja, wie geht's denn hier weiter runter? Bist du hier runtergefallen oder was? Ja, also wo bist du jetzt? Ich bin Hier hier. oben. Wenn du runter guckst, hier unten bin ich. Einfach hier runter Ja. hüpfen. Hier lang, hier. Hier, gucke. Hier. Nur ich komme halt nicht weiter hin. Du kommst hier nicht mehr runter oder was? Nicht mal hoch. Ja, meine ich ja. Nein, ich brauche eigentlich die Spitzhacke. Ich will meinen Grabstein ja versuchen abzubauen. Ja, ich wollte erstmal einen Weg nach unten Ja, bauen. ja. Hoch, meinst du? Ja. Meine Spitzhacke, versuche ich mal abzubauen. Ich schmeiße sie da runter. Oh, Nick ist schon wieder weg. Wie gesagt, ich habe das Rechtsklick drauf. Warte mal, kann ich einfach normal draufklicken? Swap. Nein, ich weiß ja nicht. Shift. Ich habe keine Ahnung, wie man da drauf kommen soll. Ich baue, versuche es mal abzubauen. Keine Ahnung, was. Harvest Level. Ist es nicht. Ist es. Ist es. Ja, aber ich habe hier. Ah, warte mal. Da vielleicht? Warte mal. So. Ups, ja, bau das nicht ab. Also. Unter mir ist Lava. Wie soll das denn funktionieren, Alter? Was ist denn das für eine Scheiße? Ich glaube, da ist so lange drauf rum, bis es kaputt ist. Muss ja immer mal kaputt gehen. Ich weiß auch nicht. Also, es ist.
Siehst ja, man kommt ja nicht ran. Tom Many Graves, ganz toll. Also ich fand den alten Mod davon besser, ey. Da konnte man... Vielleicht kann man den auch gar nicht abbauen. Ja, hier steht ja, Grave Item will be forced into the origin, also Originals, also die Items aus dem Grabstein werden in die alten Slots reingelegt. Aber wie kann ich das... Hier gibt es halt einen Knopf, ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Da muss es ja, warte mal. Options, Controls, so. Wie heißt dieser Mod? Tom Many Graves, okay. Ah, ich weiß nicht, ich fand das halt beim anderen Mod, hast du abgebaut, fertig. Gib nochmal einen anderen Mod, da klickst du drauf, fertig. Also. Crafting. So, Inventory. Ist eine Suchfunktion würde hier noch fehlen. Inventory Tweaks. Multiplayer. Gut. Finden tue ich jetzt hier nicht viel zu. Ja, da würde ich sagen, bevor die ganzen Viecher spawnen, machen wir kurz mal einen Cut. Ich guck nach. Keine Ahnung. Dann, okay. Ja, bis denn dann. Tschüss. Ciao. Ja, ich bin wieder da. Ich habe jetzt wieder alles in meinem Inventar, nur ich habe keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Ich bin irgendwie angelaufen, habe Shift-Rechtsklick gemacht und auf einmal hatte ich es im Inventar. Keine Ahnung. Also, wie ich das jetzt genau geschafft habe, fragt mich nicht. Wir werden das auf jeden Fall nochmal ein bisschen, näher erläutern. Wir werden vermutlich nicht zum ersten Mal gestorben sein. Wir hoffen doch nicht. Ja, genau. Keine Ahnung, wie ich das gerade geschafft habe. Deswegen habe ich die Aufnahme gleich wieder angemacht. Und ja, keine Ahnung. Das hier, Stahl, nehmen wir mit. Leuchten wir mal über. Ah, diese scheiß Viecher hier. Komm her hier, lass dich töten. Alter, diese Steinschwerter sind so nutzlos. Damit kannst du nicht mehr Fledermäuse töten. Wo ist die hin? Das ist ein Skelett mit übelster blauen Rüstung, was auf mich schießt. Ja, da solltest du vielleicht nicht näher hingehen. Das schießt ja auf mich. Das kommt ja zu mir. Ja. Ich das meinte jetzt. Du solltest vielleicht nicht weiter hingehen. Jetzt hat's mich getroffen. Ja, mich auch. Ups, wo bist du denn? Ja, hier oben. Also du bist schon oben, okay. Ich habe jetzt 8 Lava. 8 Eisen meine ich das natürlich. Das weicht übelst aus, ey. Ja, die haben doch da irgendwie die ganzen Kampfsachen überarbeitet. Die Zombies laufen ja auch nicht mehr in die Lava rein und solche Sachen. Jo. Wo ist denn das? Ja, genau neben dem Bett quasi. Hä? Ich sehe nichts. Ich stehe doch neben dir. Da. Daneben, so. Ja. Hä? Hau drauf. Bei einer bloßen Hand. Oh. Oh ja. Jetzt muss ich mal gucken. Hab ich das jetzt gerade gemacht? Lebt halt immer noch, ne? Ja. Ich guck nur gerade wegen dem Dings. Da müssen wir halt mal weglocken hier. Ich habe halt keine Ahnung, wie ich diesen Grabstein da gerade irgendwie weggemacht habe. Also man kann den Kopf... Ah. Wie denn? Alt und rechts, also strong und rechts. Ah, okay. Drehen. Okay, ja, ich weiß, dass man den drehen kann. Lock den mal weg, dann kann ich an meinen Grabstein auch noch ran. Dann können wir ihn zusammen wegklatschen. Dann hat er eh die Aggro auf mich. Bin eh gleich wieder tot. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, lock mal weg. Okay, also... STRG und dann Rechtsklick drauf, dann geht das Ding. Ich bin gleich wieder tot. Das müsste es aber packen, hat nur noch ein Leben. Oh. Was ist das? Drauf springen. Nee, ich hatte gerade, glaube ich, STRG und Rechtsklick oder irgendwie sowas gemacht. Müssen wir halt nochmal verifizieren. Warte mal, ich kann es nochmal probieren jetzt. Boah, Alter. Der lebt halt immer noch. Ja, mit einem Dings halt. Der kann nicht mehr viel haben, oder? Jetzt ist er tot. Ja, na endlich.
Warte mal. Nein. Wie habe ich das denn gerade gemacht? Ich bin draufgesprungen. Mit Rechtsklick. Das ist strange. Das nicht so. Ich habe ich vielleicht Shift gedrückt? Ah, Shift. Ups, bei mir. Ah. Shift und Rechtsklick musst du machen. Dann geht's. Shift, Rechtsklick und du hast das Zeug im Inventar. Ganz so. Heizkörner wieder kaputt hier. Dann haben wir das ja auch geklärt. So, ich werde jetzt mal die Zeit nutzen und hier. Ja, warum kann ich die? Ach so, weil die Fackeln hier alle weg sind. Wir brauchen nochmal ein bisschen Sand brauchen wir. Das heißt, ich gehe nochmal auf Sandjagd. Hab jetzt wieder 30 Milliarden Spitzhacken, sehe ich gerade. So. Und ja, ich gehe jetzt mal kurz ein bisschen Sand jagen, beziehungsweise gleich mal kurz ein bisschen schlafen. Es wird nämlich gleich Nacht. Warte mal, ich muss noch mal ganz kurz schauen. Hier war das. Der Sand wäre halt echt cool, irgendwie eine Wüste oder so. Ich muss mal ganz kurz schauen, war das nicht? Nein. X, nein. Mal gucken, wie man die ganzen Dinger hier resetten kann, die Todespunkte. Mit J kannst du deine Karte öffnen. Ah, okay, mit J. Okay, dann kann man sie darüber auch löschen. Mache ich gleich. Moment, ich werde mal ganz kurz ein bisschen Sand holen, weil wir brauchen Glas für einen Tank. Damit wir das System hier überhaupt am Laufen, also das nicht das System, sondern das die Smeltung hier zum Laufen kriegen können. Weil ich weiß nicht, wie man die Todespunkte macht. Ja, warte mal. J. J. Nee, J ist nicht die Karte. Doch, J ist die Karte. Warte mal, jetzt hast du hier irgendwo Waypoints. Ganz oben, dritte von oben rechts. Und da kannst du. Remove. Fotografie remove, steht da drin. Edit und Home. Nennen wir es mal. Oh. Ja, ich sollte vielleicht auch noch speichern. Achso, hier, tot. Ah, lol, du kannst dich sogar dahin teleportieren? Ja, du nicht, aber ja. Also als Admin kannst du das ja. Also zumindest war es früher so. Ich weiß nicht, ob das jetzt geht. Ist jetzt hier ein Wegpunkt? Bitte? Ich hab da jetzt einfach einen Todespunkt, einen Todespoint genommen. So, so jetzt brauchen wir erstmal sowas. Dann brauchen wir sowas. Dann brauchen ja, wir sowas. Und dann brauchen wir noch sowas. Und das ist jetzt quasi fast die gesamte Smeltery. Alter, das ist mit dem Springen ist so ja seltsam irgendwie, ne? So. Wenn wir das haben, warte, was fehlt denn jetzt noch? Warte, wir haben Lava, brauchen wir noch die Blöcke? Genau, und den Tank. Ja. Und dann müssen wir mal gucken, was uns noch fehlt. Die Smeltery, wo haben wir denn hier mal ein bisschen Platz? Bauen wir vielleicht erstmal hier hin. Jetzt machen wir mal ein bisschen Platz. Da kriegen wir auch gleich wieder ein bisschen Erde. Da haben wir ja eh gerade so ein bisschen Mangelware dran. Oh. Ich weiß nicht, also nur mal kurz zu zeigen, wer jetzt sich darunter nichts vorstellen kann, was ich vorhabe zu bauen. Moment. Oh, ich gehe mal ein bisschen nach Glas. Oder mach so. Das. Ich habe doch schon, warte mal. Naja, ich meine ja für oben, fürs Haus. Da werde ich nicht nur da drei Glas brauchen. Ja. Ist das nicht Kind, das kannst du? Wäre halt nicht schlecht. Geht das nicht? Ich gehe mal ein bisschen auf Erkundungstour. Oh. So, wir wollen die Smeltery bauen. Dafür brauchen wir halt hier so ein paar Items. Die dient einfach dazu, damit kann man mit Hilfe von Lava kann man quasi Erze verdoppeln. Also ich werde das gleich zeigen. Ist eine Eule? Ups, hä? Was ist das denn? Oh, jetzt habe ich die Eule geschlagen. Wie habe ich das? Ah, cool. Pasca, okay. Ja. Select, ja, okay. Ja, wie gesagt, das werden wir dann, also werdet ihr gleich sehen, wie man die aufbaut. Das zeige ich. Wir brauchen eigentlich nur ein Glas und dann müsste das der Tank sein, ne? Ja, so. Aus den restlichen Sachen machen wir Blöcke und ich hoffe, das reicht. 8 Blöcke, das reicht im Leben nicht. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen Gravel farmen. Wir brauchen noch ein bisschen Sand. Aber das kriegen wir schon hin. Und danach kann ich euch auch zeigen, wie man in dem Mod hier Werkzeuge baut. Das sollte hier nämlich alles klappen, nicht so wie beim Hardcore-Mod. Hier kann man nämlich aus Flints auch Werkzeuge bauen, die halbwegs brauchbar sind. So, ja,
Das ist schon ganz hübsch. Wir werden nachher mal oben hingehen. Hast du da schon eine Leiter hochgebaut? Ja, eine Treppe. Ah, okay. So, hier werden wir uns mal die Sollte nicht zu Sachen. übersehen sein eigentlich. Ich habe da noch nicht hochgeguckt gehabt. Hier werden wir uns erstmal die Sachen. Das werden wir nachher wieder alles angleichen. Mit irgendwie Erde oder sowas. Und ich habe erstmal keine Lust, dass hier so viel Wasser reinläuft. Deswegen. Ah ja, sie ist nicht. Sie ist Hochgeeiere immer. Das ist echt ungewohnt. Sagen, also das ist. Das gefällt mir Also beim bislang. Bauen ist es echt nervig, teilweise. Ja, dass man das vielleicht irgendwie ausstellen oder einstellen könnte, wäre halt ganz nett, ne? Weil ich finde auch so. Ich klar, wenn ich jetzt eine große. Oh, ich gehe mal schlafen. Wenn man jetzt eine große Treppe hochgeht oder so, da, das ist praktisch, ja? Dass man da nicht Ja. springen braucht. Aber im Allgemeinen hat man sich halt so an diese andere Steuerung gewöhnt, dass es halt so besser gewesen, wenn man hätte dafür einen Knopf oder so, dass man es so toggeln könnte, ne? Also finde ich jetzt persönlich. Ja, So. ja, 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 Also wie gesagt, das ist halt so eine Geschmackssache. Das wird sich in, weiß ja gar nicht, 10 Folgen auch anders anfühlen. Es Wahrscheinlich. ist halt so, wenn irgendwie neue I Ach, nicht Dirt. Wenn halt neue Items kommen oder so bei LOL oder so, ist es ja auch so, ne? Da jammern erstmal alle und danach so, oh ja, ist gar nicht mal schlecht und so. Das ist ja das ähnliche Prinzip quasi. So, und da. Und zwar, Was ist Maplewood, ey? wir bilden jetzt erstmal hier einen 4x4 Block. Also ich weiß es nicht, es soll wohl, ich weiß nicht, ob ich da verarscht wurde oder so, aber es soll wohl auch jetzt größer gehen. Ich kenne das halt noch ursprungsmäßig von dem Mod, dass es nur in 3x3 Blöcken ging, aber ich glaube, das ist immer noch so. Und das machen wir auch. Das heißt, wir bilden jetzt hier erstmal eine 3x3 Plattform. Da seht ihr, ich habe schon mal dafür zu wenig Blöcke. Und ja, wir bilden halt die kleinste Form erstmal, ne? Die halt irgendwie möglich ist. Warte mal, was ist überhaupt sinnvoll? Nein. Okay, wir machen das nochmal weg hier. Was 87 Jahre dauert, ihr seht, die Steine sind relativ stabil. Aber ja, wir haben ja noch nicht so viel Ressourcen, deswegen verbauen wir die nicht erstmal in die Tiefe, sondern ja, danke für den Leck-Server. Ja, dachte ich Jetzt mir auch darf gerade. ich gerade nochmal alles neu bauen. So, jetzt nehmen wir uns nochmal kurz Erde. Und machen das nochmal kurz, ups, dicht hier. Ups. Nehmen wir von jedem Baum, den ich hier finde, ein paar Setzlinge mit. Ja, das ist keine schlechte Idee. Und zwar bauen wir das jetzt erstmal so hier hin. Hat den ganz einfachen Grund. Ich bin mir nämlich gerade nicht sicher, ob das sonst nicht zu Problemen führt. Weil. Ah ne, wir bauen das ja eh nach vorne hin. Deswegen. Ja, obwohl es erhöht. Es muss, glaube ich, rausfließen. Weil wir müssen nämlich die ganzen Sachen eine erhöht ransetzen, bin ich der Meinung. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich bin der Meinung. Ja, ich bin mir relativ sicher, dass es so ist. Deswegen machen, warte mal, Drain, Controller. Also ich mache das immer gerne so, dass das Ding hier auf der Ecke liegt, der Controller, weil da kann man nämlich gleich raufklicken, wenn wir es fertig haben. Und dann wird er nämlich als, ja, kann man halt immer auch reinschauen. Beziehungsweise ich glaube, hier gefällt er mir noch besser auf der Seite, weil von der werden wir öfters kommen. Das heißt, wir setzen das nochmal um. Und das Fass setzen wir hier hin. Das könnt ihr übrigens auch als einfachen, sehr günstigen Tank nehmen. Allerdings glaube ich, fässt der nur 4 Milli, also 4 Eimer. Aber wie gesagt, so als einfacher Tank, ihr seht ja, wie einfach. Ne? Ein Glas und dann ein bisschen von dieser Schmatze. Das hält sich eigentlich noch in Grenzen. Deswegen ist der eigentlich schon recht günstig. Und warte mal, das werden wir mal so machen. Eine Wüste habe ich hier bis jetzt noch nicht Ja, gefunden. ich würde jetzt auch Aber nicht. ich habe einen Ich würde jetzt auch Bauernhof nicht gefunden. explizit eine Wüste. Ja, die kannst du farmen. Auch das ist geil, dass man hier Sachen finden kann. Entschuldigung. Gesundheit. Das war was? Ja, die Dinger. Das ist halt ungewohnt, ne? Wenn man so über den anderen Mod da, mit dem anderen Mod-Projekt da schaust, ey. Da findest du halt nix. Warte mal. So, erstmal Jetzt bauen wir den ein Boden Wooden dicht. Crate. Was? Also, das ist halt eine minimale Größe, die hier Oh, baut, hier ne? ist TNT überall. Holy moly. Baus ab. Das können wir brauchen. Also, normalerweise sind da dann irgendwelche Kisten oder sowas, die man nutzen Ja, das kann. sind Kisten, wo Sachen drin sind. Das ist Ja. mega cool. Ach, so wie in der Wüste. Du bist gerade in der Wüste, oder was? Nein, nein, nein. Achso, in der Wüste gab es ja früher auch solche Pyramiden, wo es sowas gab. Deswegen dachte ich jetzt, du wärst da. Ja, das sind so Wooden Crate, keine Ahnung, was das ist.
Okay. Boah, musst du mir nachher mal zeigen. So, Glas packen wir erstmal So hier eine Art rein. Kiste ist das. Okay. Sehr große Kisten. Ja, nimm mit, was du mitnehmen kannst, ne, Mach ich würde ich mal auch. sagen. Ja. Ist halt nur blöd, dass da TNT drunter ist und die Ja, überall es muss. Zündplatten hier Ja, die liegen. musst du halt abbauen dann. Die musst du halt abbauen. Also wie gesagt, wenn Ja. wir jetzt das fertig haben, wir können quasi, also wir können zurzeit noch keine Sachen einschmelzen, weil es dafür noch Gold fehlt. Beziehungsweise Kupfer und was ist das? Kupfer und Cool, der ganze Bauernhof ist unterhöhlt. Aluminium. Ja, Panik. ups. Deswegen gehen wir jetzt erstmal mit diesen Ressourcen, die wir haben. Würde ich mal Auch sagen, nee, die können wir noch gar Elektronik. nicht. Wir brauchen noch vorher Nahrungsmittel. Haben wir noch Steaks drin? Zwei Stück. Die schmeißen wir mal ganz kurz hier in diesen Backprozess rein. Und den Rest schmeißen wir mal hier rein. Und hier können wir auch wieder was. Wir Ach, machen das scheiß erstmal. cool. Aber auch diese Struktur sieht mir, gefällt mir nicht. Oh, ich habe eine Diamantsense. Geil. Cool. Das ist Und nicht eine schlecht. Enorik-Kristallhacke. Wie gesagt, nimm mit, was du kriegen kannst. Notfalls. Notfalls gehen wir noch mal wieder hin. Nee, ich habe Muss. jetzt alles mitgenommen. Okay. So, wie gesagt, wir gehen jetzt erstmal noch mal runter. Mal gucken, vielleicht gucken wir uns das dann nachher auch noch mal an. Aber wir brauchen vorher noch Das mal. ist ziemlich weit weg. Okay. Wir brauchen vorher halt noch mal ein paar Ressourcen. Was ist das hier? Das ist Eisen. Das ist gar nicht mal so bad. Aber eigentlich bräuchten wir jetzt erstmal. Was ist das hier überhaupt für ein Zeug? Also eigentlich suche ich ja eine Wüste für Glas, aber mein Inventar ist Ich jetzt schon voll. glaube nicht, dass es eine Wüste. Kannst du doch einen Knappsack. Ah, nee, können wir noch gar nicht bauen. Scheiße. Ja, ich suche gerade irgendwie Kupfer oder irgendwie sowas. Also Gibt Aluminium, sogar Gold. Moossand, das ist ja mein Ja, Key. es gibt ja auch Mossy Stone, ne? Boah, gab es Ja, aber zumindest das ist mal. halt Mossy Sand jetzt mittlerweile gibt. Und halt relativ neu. Ja. Ich wollte nicht unbedingt den Sand abbauen, der hier an dem Flussrand ist, weißt du, weil das Ja, sieht das ja kann nur man ja hinterher blöd mit aus. Glas wieder zubauen, ne? Mit Erde. Ja, sieht dann aber auch nicht Deswegen so fand schön ich das aus. jetzt, ja, es ist halt erstmal notdürftig, ne? Also, so wie ich das jetzt sehe, kannst du Lava nicht mehr, also die also hier, die spawnt Lava nicht mehr. So. Ich habe schon mal ein bisschen Wasser. Ist das hier? Osmium. Daraus kann man auf jeden Fall Rüstung bauen, wenn ich mich da recht erinnere. Osmium ist für Werkzeuge, Schwerter und sowas gar nicht mal schlechter. Ich glaube nämlich, das Skelett, was wir gekillt haben, hatte eine Osmium-Rüstung. Das ist so eine, so ja, für den Anfang sehr stark. Ist, glaube ich, kurz vor Diamant. Das Zeug. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Warte mal, wir schauen mal nach. Osmium-Ingot, Ach, dieser genau. Lex hier, Oh, ne? Alter, das hat sich alles übelst verändert. Das ganze Inventar sieht anders aus. Ich glaube nämlich, daraus könnte man. Der Werkzeuge. britisch White Kuh. Nein. Warte mal, jetzt schauen wir mal. So, jetzt gucken wir mal nach. Ich glaube nämlich, daraus konnte man sehr effektive, genau, Spitzhacken und Rüstungsteile bauen. Genau, deswegen nehmen wir das Zeug mal mit. Und auch das Eisen werden wir natürlich mitnehmen. Ich glaube, Osmium ließ sich nur nicht durch die Smeltery optimieren. Okay, wir müssen gleich mal ein bisschen Kohle abbauen. Ist das hier Kupfer? Was bist du? Zinn nehmen wir auch mit, das brauchen wir alles. So, jetzt brauche ich erstmal ein bisschen Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Und einige Kohle, Kohle, Stickies. Kohle, Ja, das Kohle, kennst du Kohle, auch noch, Kohle. ne? Ja, klar. Wer es nicht kennt, der hat was verpasst. Würde ich mal so behaupten. Kann So. gut sein. Ja, komm. Wer das Gronkh Minecraft Let's Play nicht gesehen hat, der hat wirklich was verpasst. War einer der ersten Folgen sogar mit dem Kohle-Sound. Alter, wie lange dauert ein Zombie zu killen? Leck mich am Arsch! Hat das irgendwie Unterschied, ob man auf den Kopf haut? Okay, diese Dinger hier, die weiß ich noch, dass die für irgendwelche richtig epischen Sachen zum Craften waren. Ich habe die, glaube ich, irgendwann mal in irgendeinem Modpack gesehen.
Das heißt, die werden wir auf jeden Fall aufheben. Müssen wir mal schauen. Ich glaube, die konnte man, daraus konnte man irgendwelche Amulette oder so bauen, wenn ich mich da richtig erinnere. Und aus diesen Amuletten, die haben dann irgendwas gegeben, wie zum Beispiel, ich weiß gar nicht mehr, was ist das? Ich glaube, mehr Leben oder so. Ich weiß es nicht mehr exakt, aber ich glaube, für irgendwas Sinnvolles waren die durchaus gut. Oh, ich Das habe hier schon heißt, wieder so irgendwas Komisches gefunden. ja. Sollte vielleicht auch mal die Welt erkunden gehen, nicht nur du. Wir sollten das Ach, vielleicht du bist zusammen machen. Laune. Ja, wir sollten das vielleicht zusammen machen, ne? Aber ich brauche halt erst, wir müssen halt die Smeltery erstmal zum Laufen bekommen, dass wir die Erze verdoppeln können. Das Ja. macht irgendwie erstmal Sinn. Na, Stahl brauchen wir erstmal nicht. Ich suche eigentlich jetzt eher Kupfer. Ich suche Aluminium, bräuchte ich. Aluminium oder Gold? Also eigentlich wollte ich ja die Welt nicht erkunden, sondern ich wollte halt einfach nur Glas kanalisieren, Ja, weil nimm dann doch habe ich das von das. der Insel. Das ist doch vom Fluss gegenüber. Auch Ja, ich wenn bin schon jetzt. auf dem Heimweg, weil es wird jetzt dunkel wieder. Ich kann gerade nicht schlafen gehen. Ich auch nicht. Ich habe hier schon wieder so ein übelstes Verlies gefunden, glaube ich. Iron? Iron suche ich aber eigentlich nicht. Ich suche. Oh, hier unten ist Obsidian. Auf welcher Ebene bin ich denn? 25, okay. Eisen. Das bringt mir eigentlich gerade nicht allzu viel. Ja, gut, kann ich wenigstens eine Eisenrüstung bauen, aber wir können halt leider die. Die Smeltery nicht in Gang kriegen. Wie gesagt, wir brauchen dazu erstmal Kupfer. Und ohne Kupfer, ja, sieht das halt problematisch aus, ne? Alter, ist jetzt auch dieser komische Beziehungsweise, Essensmod mit drauf, ne? ja, Boah. beziehungsweise nicht ohne Kupfer, sondern ohne Aluminium, weil Kupfer haben wir ja eigentlich. Mal gucken, ob wir jetzt wieder rauskommen hier irgendwo. Ich glaube, wir kamen von hier, ne? Das ist, ah, hier ist Aluminium. Ich hoffe zumindest, dass es Aluminium ist. Okay, ich glaube, das ist Aluminium, aber das können wir nicht abbauen, weil wir dafür eine brauchbare Spitzhacke brauchen. Okay, das heißt, wir. Oh! Das habe ich denn Arschloch. als Zwecke? So, jetzt muss ich aber dringendst hoch. Okay, ich hatte schon mal 17 Feuerwerksraketen. Das ist super, das braucht die Welt. Das braucht die Welt, mein Jung. Mann, So. die scheiß Bienen, die killen mich jetzt, ey. Ja, da kann ich dir jetzt leider auch nicht helfen. Ich weiß nämlich nicht, wo du bist. Noch ein Leben, ne? Also ein Herz. Oh, ich habe schon mal Ja. Bambus. Ja, Zuckerrohr. Ah, okay. Das ist gut, das kannst du direkt unten anpflanzen. Ich versuche jetzt mal heile nach Hause zu kommen mit einem Ja. Herz. Exakt. Problem ist, du kannst nämlich nicht so viel gleiches Zeug hintereinander essen. Ja, ich habe das schon gemerkt gerade. Da kriegst du halt nicht so Ich habe viel nämlich Dings, ne? Hammelfleisch 6 Stück mitgenommen und das Marker nimmt so. Ja, das ist irgendwie, das bringt nicht so viel dann mehr, ne? Ja. Ja. Absolut korrekt. So. Gut, dann probieren wir jetzt nochmal. Aber ich wüsste nicht mehr, was ich wegschmeißen soll. Bau dir eine Kiste, mach da einen Waypoint und pack das Zeug da rein. Oder mach dir einfach einen Waypoint, man geht da wieder hin. So, jetzt probieren wir mal, ob wir das Aluminium abbauen können. Weil wenn wir das nämlich, wenn das Aluminium wird, dann können wir daraus nämlich. Noch ein Dorf, aber da gehe ich jetzt nicht hin. Ich versuche jetzt erstmal nach Hause zu kommen. Ah, okay, so geht das, so wie früher. Daraus bauen wir nämlich das Zeug. Und, warte mal. Mal gucken. Da. Molten Aluminium Brass. Könnte man das nicht irgendwie anzeigen lassen? Okay. Hm.
Okay, dann müssten wir ein Buch für haben. Haben wir dafür ein Buch? Food Journal. Nein. Müssen wir mal oben gucken, ob wir dafür ein Buch haben. Wofür? Thinker's Construct. Hallo? Jetzt. Schauen wir mal. Aluminium-Ingot. Super. Das sollte reichen, dass wir daraus. Jetzt bin ich natürlich auch dämlich, dass ich nicht noch einfach ein. Na, einen neuen Eimer Lava mitgenommen habe. Aber wenn das reicht, dann wäre das eigentlich schon gar nicht mal verkehrt, weil dann könnten wir nämlich halt unsere gesamten. Was war das? Unsere gesamten Erze umbauen. Also halt verdoppeln. Es gibt dafür auch, ich irgendwie so mich. Also es gab zumindest in anderen Mods so dafür so eine mechanische Sache, wo man in der Hand gegen dengeln muss, aber ich weiß nicht. Ich finde das dann halt so schon angenehmer. Ich habe noch ein Essen und ein Leben. Tja. Dann musst du Gas geben, würde ich sagen. 200 Meter noch. Ja, gut, wenn du da jetzt verhungerst, ist es auch nur halb so wild. So, dann wollen wir mal. Setzen wir das hier rein und hier einmal vor. Und jetzt müsste das hier brennen. Genau. Und jetzt könnt ihr hier auch Sachen reinlegen. Und wenn wir da Jetzt sterbe jetzt. ich gleich. Oh ne, du kannst ja nicht sterben. Doch, kann man. Und warte mal. Jetzt, also ich will das jetzt nochmal ausprobieren. Das war, glaube ich, so. Und ein Kupfer reinlegen, dann sollte das schmelzen eigentlich. Oder auch nicht. Ich glaube, das Zeug lässt sich nicht schmelzen, oder? Sieht nicht so aus. Dann gucken wir mal, ob das hier in diesem Ofen geht. Aluminium, Kupfer, Kupfer, Aluminium. Sieht so aus, ja. Das lässt sich auf jeden Fall schmelzen. Das sollte hier auch drin bleiben. Warte mal. Ach, das war natürlich intelligent, dass ich alles in diese Bricks umgewandelt habe, weil die kann man immer ganz gut nutzen, um daraus dann, ja, um das halt für die Plattform nut zu nutzen. Aber gut, dann machen wir es mal kurz so, weil ich will dafür noch keinen Eisenblock verschwenden. So. Jetzt sollten wir Aluminium haben, ja. Ne, Alumia. Kein Aluminium. Mal schauen, ob das geht. Was habe ich da jetzt reingepackt? Gar nicht. Ja. Geht das denn jetzt? Nö. Scheint nicht zu gehen. Keine Ahnung, was das für ein Zeug ist. Dann müssen wir weitersuchen. Beziehungsweise ich wollte gucken, ob wir ein Buch haben. Materials in you. Da haben wir es doch. So, dann wollen wir mal schauen. Oh, haben sie auch überarbeitet. Cool. Also, Tools, Materials, das interessiert uns nicht. Paper, Flint, Slime, vollkommen Wumms. Was ist das denn? Aquamarin, aha. Da muss man sich ja echt wieder rein befassen. Gibt es hier noch diesen, gibt's hier auch noch ein anderes Buch? Food Journal. Materials in You, Food Journal. Zu Hause. Nee, so ging das nicht. Andere Bücher, warte mal. Stimmt, wenn du mit der Steinschaufel, also wenn du mit der Schippe rechtsklick auf Gras machst, dann kannst du jetzt so coole Sachen machen. So, Materials and You, das interessiert mich jetzt nicht da. Warte mal, ich will eigentlich diese anderen Bücher haben. Von der Smeltery, wie kriege ich das denn? Bin ich jetzt blind? Clear Item Frame. Sehe gerade nicht die restlichen Bücher, oder übersehe ich das jetzt gerade, dass das alles hier drin zusammengefasst wurde? Tool Materials? Nein. Instructions? Nein. Corrupted Ingot? Nein. Obsidian? Nein. Lead? Silber? Stahl? Hallo? Ja. Bronze? Kupfer? Ardite? Nein. Nein, nein, nein. Seltsam, 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 weil eigentlich sollte es hier auch ja halt zum für eine Form zum Gießen braucht man halt dieses Zeug hier. So, dieses Aluminium Brass Ingot. Und das sollte eigentlich in einem Buch hier erklärt sein, aber ich sehe hier kein anderes Buch. Es ist so ein bisschen die Problematik. Es tut mir auch leid, dass wir hier so ein bisschen rumeiern, aber es ist halt ein neues Modpack, wo das alles ein bisschen anders sieht. Allein hier ist schon der Unterschied dazu.
Das ist halt alles noch sehr neu. Ich sehe hier auch wirklich kein anderes Buch. Weil hier so eine Form braucht man halt. Und dazu braucht man halt dieses, ja, Molten Gold oder dieses Molten Brass. Aber beides habe ich leider noch nicht gefunden. Gut, das ist jetzt allerdings auch Wumms, denn es bringt ja nichts, dann müssen wir halt weiter suchen gehen, ne? Dann gehen wir, ja gut, notfalls suche ich einfach Gold oder halt richtiges Aluminium. Das ist halt die Problematik. Da müssen wir hoffen, dass ich Aluminium finde, bevor ich sterbe. Ansonsten muss ich halt, ja, mich wiederbeleben lassen oder so. Okay, hier können wir runterfließen. Alter, dieses. Was ist das? Okay, ein blauer Moschus. Habe ich überhaupt noch Holz dabei? Ja. Oh, hier ist Lava. Osmium? Chromium? Weißt du, was alles gibt? Komische Erze hier. Na. Oh, hier ist ein Dungeon anscheinend. Oh, hier ist ein Spawner. Monster-Spawner, Skelette. Cool. Das ist super. Ja, aber es gibt keine Kisten mehr hier anscheinend. Das ist ein bisschen traurig. Ich habe mich so gefreut gerade, dass ich einen Spawner gefunden habe. Wir können mal eine Monsterfalle draus bauen. Ja, wir können den Spawn auch abbauen. Das geht ja auch. Das geht. Ja, klar. Wow, Alter, was ist das für ein Skelett? Das Vieh schießt mit Feuer. Okay, oh, hier ist Gold. Super. Kupfer, Silber. Okay, ich will ja jetzt nicht weitergehen. Ich weiß nicht, ich habe so leichten, klein, also minimal ein bisschen habe ich gerade Angst. Weil ich glaube, die haben die Mobs hier so ein bisschen überarbeitet. Also, ich weiß nicht, kommt mir irgendwie so vor, so, ne? So leichte Intuition, oder was meinst du dazu? Ja, keiner. Oder ja, das ist durch das Kampfsystem. Die sind einfach zu blöd dafür noch. Ja, du musst schlafen gehen. Naja, Kann nee, grad ich. nicht. Die Mobs an sich sind ja auch stark. Ich hatte gerade ein Skelett, was mit Feuer geschossen hat. Kann man mal machen. Ja. Und ich brauche was zu essen. Mal funktioniert F7 hier eigentlich? Ja. Wo bist du denn gerade? Das Sandloch hier zu holen. Achso, ja, lass doch erstmal auf. Wir brauchen doch erstmal noch ein bisschen Sand. Haben wir Da überhaupt habe ich noch. schon alles rausgeholt gerade. Achso. Haben wir denn noch irgendwie. Ach, wir haben noch Getreide dabei, ne? Da können wir Brot draus machen. Genau. Ich mach mal Brot. Oh, das sind einige Stacks Brot, ja. Gut, dass wir das Zeug mitgenommen haben, muss ich sagen. Also halt die Weizendinger. Haben wir die Kartoffeln schon angepflanzt? Nein, das sollten wir auf jeden Fall tun, weil ich glaube, Brot ist nicht so effektiv. Hast du noch die Hoe? Ja, hier liegt sie. Liste. War es aber mal ganz interessant, dass sie diesen Mod drauf gemacht haben, dass das so ein bisschen ja, interessanter wird, ne? Weil sonst ist es ja wirklich so, du isst da, machst dir eine Packung Steaks und dann ist es gegessen, ne? Also dann hast du halt so viel Nahrung, dass du dich da erstmal nicht mehr drum kümmern musst, dein Leben lang. Wir haben so viel komische Samen her. Ja, ne? Hier liegen auch gerade irgendwie ganz, ganz viele rum, die ich gerade durch das Abbauen bekommen habe von dem Zeug hier. Ich habe keine Ahnung, was ist denn das überhaupt? Und was ist Raps? Würmer! Ich habe gerade Würmer gefunden. Lol. So. Okay, ich habe 2 Gold. Das ist schon mal super. Hier Ich sind die schmeiße. ganzen Kisten übrigens, Hanna. Welche ganzen Da war auch ein Kisten? Wurm. Was meinst du mit Kisten? So, das hier. Wooden. Okay. Firework. Okay. Ach, die hast du gefunden, die Kisten. Okay. Ja, die waren ja in dem komischen Bauernhaus. Okay. So. Falscher Knopf da.
Jetzt warten wir, bis das geschmolzen ist hier, das Gold. Es sollte locker reichen. Ich bin mir jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht, ob das 2 oder 4 waren. Also sieht man hier, also dieser Mod ist auf jeden Fall sehr scheiße, dieses Skill Texture Pack. Da sieht man echt nicht viel drauf. Ja, allein die Farbunterschiede, ich bin ja so ein bisschen farbenblind, das ist, ne, das werde ich auf jeden Fall ändern. So, jetzt nimmt ihr, wie gesagt, ihr wählt das Gold aus, kippt das hier rauf und jetzt habt ihr hier so eine, ja, das verschwindet. Und jetzt könnt ihr das Kupfer quasi, oder das Gold, je nachdem, werden wir gleich sehen. Das sollte Gold sein, ja. Abgießen. Ja, und jetzt machen wir halt unten uns gleich, unten drunter gleich einen Hopper, sodass wir das automatisieren können. Und dann haben wir halt den Vorteil, wir schmeißen hier einfach ja, die Materialien rein. Die werden automatisch geschmolzen. Und ja, das heißt, wir nehmen jetzt erstmal Eisen. Wir brauchen übrigens eine andere Kiste, die ist voll. Ja, da, die Dinger sind da noch. Ich baue jetzt erstmal eine für hinten. Für, warte mal, die stellen wir vielleicht mal hier hin. Dann können wir den hier daneben stellen. Wupp, warte mal, nee, machen wir anders. Das ist erstmal vollkommen Wumms. So, stellen wir hier hin. Falls wir was zu craften haben, so, packen wir erstmal hier rein. Und jetzt schmeißen wir hier erstmal das Eisen rein, bis es voll ist. Gehen 9 Blöcke, ne? Weil wir haben ja 9er Feld hier. Also kommen da 9 Blöcke. Wenn ihr jetzt eine Etage höher baut, könntet ihr 18 reinpacken. Und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Aber ich sehe gerade, die Folge ist auch schon wieder am Ende. Deshalb würde ich sagen, ja, machen wir jetzt Schicht hier und ja, wir sehen uns in einer der nächsten Folgen, ne? Bis denn dann, tschüss. Oh.